Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier, meine lieben Freunde, im späten Winter bei Banished. Wir haben hier 1 Grad Celsius, was noch einigermaßen geht. Und wir haben ein Problem, wir haben keine Werkzeuge mehr. Das ist natürlich nicht so schick. Oh, wir haben den frühen Frühling. Wir müssen jetzt leider wieder Farmer einstellen, damit wir unsere Nahrungsmittel nicht verlieren. Wir haben die Folge 13 heute. Immerhin schon die 13. Das geht natürlich vorwärts. Und wir haben jetzt keine. Wir brauchen Eisen. Eisen, 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 Eisen. Haben keinen Laborer. Unsere Steinhäuser wurden zum Teil jetzt fertiggestellt, wahrscheinlich. Ach, siehst du, die brauchen eine ganze Menge Eisen. Da habe ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen übernommen. Da werde ich mal. Wird das hier auch ein Steinhaus? Ne, ein Stockpile. Da müssen wir das hier mal vielleicht wieder entfernen. Können wir das irgendwie? Hier bei unserem Bauding. Hier bei den Häusern entfernen. Na, nicht wirklich, wa? Aber da wird ja auch dran gebaut. Also jetzt können wir nur hoffen, dass im Prinzip wir noch mehr Leute bekommen, die hierher ziehen. Und dann müssen wir mal. Wir müssen mal was machen. Wir müssen mal ein paar. Die Geschwindigkeiten müh höher setzen. Wir müssen jetzt im Prinzip ein bisschen mehr Schwerge. Wir nehmen mal unsere ganzen Forester raus und setzen die alle als Miner ein. Guck mal einer an. 15 Miner. Warum? Weil die hier ja Eisen herstellen. Haben wir denen ja gesagt. Und was macht er? Was hat er für ein Problem? Er hat kein Material, wa? Würde ich mal so unterstellen. Okay. Ist schon einer gestorben, aber ich denke mal, der ist nicht an Werkzeugmangel gestorben. Na, guck mal, jetzt laufen die hier alle wie die Bescheuerten rum und haben kein Werkzeug. Alle haben kein Werkzeug. Jetzt können wir eigentlich nichts weitermachen als warten. Können wir nichts weitermachen als warten und dabei wird wahrscheinlich unser Holzvorrat ein bisschen runtergehen. Ach so, nee, wir könnten noch was anderes machen. Wir könnten zum Eisen sammeln ein paar Leute entlassen. Dass wir hier sagen, wen brauchen wir im Moment nicht. Ach so, alles so knapp. Man hat immer nur einen oder zwei von den Leuten. Sollen wir hier vielleicht noch zwei Stonecutter rausschmeißen? Die können dann Eisen einsammeln. Ein Hunter noch und zwei Geld über. Jetzt haben wir 5 Laborer, die können dann mal gucken, dass sie vielleicht Eisen sammeln irgendwo. Wir haben ja eigentlich auch schon Befehl gegeben zum Eisen sammeln. Oder? Soll vielleicht mal diesen Steinsammelbefehl rückgängig machen, geht das? Hier in diesem Bereich jetzt, aber machen wir alles. Naja, ist eigentlich egal, so viel ist es auch nicht. So, Eisen, 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 Eisen. Unsere Eisenvorräte jetzt hier in der Nähe, die sind natürlich. Ja, guck mal, hier ist doch noch Eisen. Wurde das eigentlich schon beauftragt? Ja, nicht wahr? Ah, okay, hier wird Eisen geholt, das ist gut. Ist hier nochmal Eisen? So. Darf natürlich alles nicht zu weit weg sein. Ach, ist die Sicht wieder so schlecht. Guck mal, hier ist noch Eisen ohne Ende. Na gut, ist halt ganz lohnenswert, wenn man mal ein bisschen näher rangeht. Hier ist Eisen. So, jetzt können wir mal hier gucken. Hier, guck mal, das ist ja so dunkel. Aber wenn wir jetzt sagen, hier, wir markieren das alles, findet ja jedes bisschen Eisen, was es da noch gibt. Aber ich will nicht so weit weg. Ah, guck mal, unser Eisen geht nach oben. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt aber eben immer noch nicht, dass wir genug Werkzeug haben. Aber zumindest können die beiden Blacksmiths jetzt schon mal anfangen. Wir haben ja zwei. Wir haben hier, warte mal, wo ist denn der eine? Ist hier. Oh, weg damit. Der eine ist hier. Da geht es jetzt schon mal los. Und der zweite ist hier. Da geht es jetzt auch los. Okay. So, die Eisenproduktion steigt wieder. Ich glaube, wir haben es jetzt wieder einigermaßen im Griff. Lassen wir es jetzt mal so eine Weile laufen. Gucken mal, ob unten der Trader noch kommt. Vielleicht gucken wir uns mal unser Dorf noch mal ein bisschen an.
So. Der Brauer arbeitet. Ah ne, ist ein Haus. Hey. Wo war denn der Brauer? Guck mal, wir haben hier Patienten drin. Null Patienten. Die Leute sind so kerngesund, weil wir so viel Kräuter haben. Unglaublich. So, der macht Bier weiterhin. Bier meine ich, nicht Bär. Haben wir hier Bier mit drin jetzt schon? Nö. Ah, der Markt ist schon... Na, wenn er voll ist, dann haben wir ja noch die beiden Storage-Dinger da. Der Friedhof füllt sich. Der Friedhof füllt sich langsam. Irgendwann wird der voll sein. Hier sind immer noch keine. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare... Oder sollte ich mal lesen vielleicht? Boarding House im Wiki? Komm, wir gucken mal im Wiki. Boarding House. Contents, Boarding House. Schitzitzen, Building und Construction. Da steht drin, wie man bildet und constructed. Ich brauche aber Boarding House. Entschuldigung. Destruction geht auch. Professions. Resource Limits. Area Map. Priority for Fast Tool. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Könnte ich auch mal benutzen. Tunnels. Storage Barns. Das habe ich wieder vergessen, was ich überhaupt gesucht habe. Mann, Kacko. Hier sind sie alle. Blacksmith, wa? War das Blacksmith, was ich gesucht habe? Nein, ich hab's vergessen, ey, scheiße. Mein Gehirn ist wie ein Sieb. Wir haben jetzt schon zwei Werkzeuge, das ist sehr schön. Ich hab's vergessen. Ich hab's völlig vergessen. Wozu ich hier... Achso, Boarding House. Nein, Mann, Alter, komm, guck noch mal rein. Boarding House hab ich gesucht. Hier sind sie. Stonehouse, Woodenhouse... Market, Unheiz, Boarding House. Mist. Steht wieder nicht drin. Bin ich blind? Warum haben die nicht eine Rubrik Gebäude, wo alles drin ist? Ach, hier doch, Boarding Houses. Ja. A Boarding House ist für kurzzeitiges Wohnen. Nach zum Beispiel einem Desaster. Ah, okay, wir haben aber gar keine Desaster. Oder wenn Nomaden das die Stadt erreichen. Kann man den bauen, dann können die alle einziehen. Die Einwohner wollen einziehen in ein Kind, wenn sie... Na okay, ist Boarding House ist scheinbar wirklich mehr für Katastrophenfälle geeignet als Absicherung, wenn dann die ganzen Häuser abbrennen, soweit ich das hier verstanden habe. Oder alle 300 Jahre kommen wahrscheinlich mal ein paar Nomaden, die dann da einziehen können. So wie der Trader. Wobei es natürlich, man darf sich ja nicht beklagen, ist natürlich auch realistisch. War ja nicht früher so wie heute, wo jeder Laden von um 8 bis um 22 Uhr offen hat. Jeder Lebensmittelladen oder nach dem Motto. Oder einmal in der Woche. Auf jeden Fall immer, jeden Tag und lange. Das war ja früher nicht so. Da war dann am Mittwoch kam der Händler. Ja, oder manchmal auch einmal im Monat kam der Händler. Der hat sich ja wahrscheinlich noch eine goldene Nase verdient. Mit den Dösbatteln. So. Gut. Die Häuser sind alle fertig. Jetzt stabilisiert sich das wieder. Jetzt haben wir hier haufenweise Eisen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Farmer haben wir ja voll belegt. Jetzt würde ich mal wieder abziehen. Jetzt würde ich mal Miner abziehen wieder. 1, 2 und würde die bei Stonecutter reinsetzen. Jetzt fehlten uns noch so. Wo haben wir noch welche abgezogen? Hier, bei Forester. Da haben wir alle abgezogen. Das gefällt mir aber jetzt nicht so.
So, Herbalist haben wir einen von zwei. Hunter, noch einen. Hunter, machen wir mal einen neuen Hunter. Herbalist, ein von zwei. Wir haben so viel Herbs, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Dann lass uns doch noch den Brauer haben wir, der arbeitet. Blacksmith haben wir. Bilder, Farmer haben wir, Herzmänner. Gatorer. Können wir noch einen einsetzen? Ja. So. Dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. So, ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Ich bin schon ein bisschen müde schon wieder. Erstmal eine Pause machen und dann gucken wir mal, was ich dann aufnehme oder ob ich noch was aufnehme. Und ach, guck mal, wie schön das rote Kreuz leuchtet da. So, wie geht's, was ist hier mit der Bierbrauerei, meine Freunde? Okay, wir haben schon mal 36 Bier. Den Blacksmith würde ich mal unterstellen, dass er arbeitet. Aber, was ist das Problem? Selbst ihm fehlt Werkzeug. Das ist natürlich auch geil. Den Blacksmith, der Blacksmith hat kein Werkzeug zum Arbeiten. Dabei stellt er sich ja so eigentlich her. Hier, der läuft ja. Ah, okay. Der läuft. Aber hier, der nicht. Genau der an der Mine. Da habe ich mir extra so eine Mühe gegeben. Arbeitet doch. Aber sehr schleppend. Ach so. Diese Person hat kein Werkzeug, die da ist. So ist das. Ach ja. So, wollen wir nochmal gucken, wie sieht es denn aus hier in Zukunft mit unserer Eisenentwicklung, mit unserer Werkzeugentwicklung. Können wir da schon mal was gucken? Sag mal, guck mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Holz. Leckt da gerade ein bisschen. Jetzt leckt da. Das Spiel leckt. Ich hoffe, dass es nicht jetzt schon überlastet ist. Hier haben wir doch angesagt, Hühner wollen wir produzieren, oder? Oh, wie kein Bock da. Der Arbeiter hat keinen Bock. Oh, das Spiel fängt an zu lecken. Nicht, dass es nachher total leckt. Wenn wir, ja. Wenn wir dann eine riesige Stadt haben, dass es dann überhaupt nicht mehr mitkommt. Das wäre natürlich extrem ungünstig. Naja. So, wir haben jetzt auch, glaube ich, schon wieder ein paar neue Einwohner bekommen. Werkzeug, wir haben jetzt schon 100 Eisen, das ist natürlich sehr geil. Aber immer noch nicht genug Werkzeug. Klamotten haben wir. Aber wir sehen schon, Leute unten Werkzeug sind, glaube ich, schon weniger geworden oder auch nicht. Wenn man dann noch einen zweiten Blacksmith baut, würde das Sinn machen? Guck mal hier zum Beispiel. Einen dritten Blacksmith. Na, wo ist er? Wo ist er? Hier. Macht das Sinn? Passt er da noch hin? Nee. Wäre zu schön gewesen, wenn er nur noch hingepasst hätte. Irgendwo in der Nähe, wo Eisen... Naja, ist doch egal, wa? Hier? Wo war der andere? Der Ur-Blacksmith? Hier ist ja der Friedhof. Ach, hier arbeitet der. Okay. Wo sind, liegt hier irgendwo Eisen rum? Dann können wir den noch da gleich einsetzen. Hier, guck mal, hier hinten. Das haben wir noch gar nicht abgebaut. Boah, guck mal, was da für Unmengen an Eisen sind. Pass mal auf, dann baut man den mal hier hin. Nee, ist auch nicht so gut. Ich bin da gerade ein bisschen hin und her gerissen hier mit meinem Blacksmith. Da passt er nicht rein. Hier könnte man hinbauen. Ach, weißt du, dann bauen wir... Ne, den Friedhof könnte man noch erweitern. Na, ist auch nicht so gut. Ich hätte den gerne hier hinten vielleicht mehr im Industriebereich. Da müssen wir den... Da passt er auch nicht mehr hin. Müssen wir den vielleicht doch hier... Dann lass uns den mal hier bauen. Werkzeug brauchen wir scheinbar mehr als genug und wir werden sogar eine hohe Priorität draufsetzen. Das hilft ja alles nichts. So.
Werkzeug brauchen wir. Werkzeug, 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 meine lieben Freunde. So, wir sehen schon, wir brauchen noch mehr Forester. Dann können wir noch Miner abziehen. So. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Fragezeichen sehen. Oh, guck mal, wie sie da alle rumwuseln ohne Werkzeug. Jetzt haben wir schon 3 Werkzeuge, okay. Braucht mir nur da noch mein Dingsbumserer. Ach so, ja, stimmt. Und hier hinten war ja, haben wir noch Urstes Eisenvorkommen entdeckt gehabt. Hier. Das werden wir mal ganz radikal abbauen. Dann haben wir wieder schön Eisenvorräte. Wir können sogar, wenn diese Brücke fertig ist, deshalb werden wir mal die Priorität von der Brücke hochsetzen. Ja. Können wir sogar, wenn die Brücke fertig ist, da drüben auch noch Eisen abholen. Eisen holen. Abholen. So. Fünffache Geschwindigkeit. Risiko. No risk, no fun. Und wir haben Herbst. In unserer wunderschönen Stadt. Und die Lebensmittel gehen jetzt natürlich wieder in den Keller, weil wir ja 5 oder 6 neue Häuser gebaut haben. Das heißt, wir brauchen noch eine Baumplantage, würde ich mal sagen. Grundnahrungsmittel sind natürlich auch was Feines. Was sind das? Das waren hier Bäume, wa? Das sind hier Bäume. Pflaumen. Genau. Nö, wisst ihr, dann machen wir einfach noch eine... Warum sollen wir nicht ein paar mehr Bäume haben? Das kann ja wohl nicht... Soll denn das Problem sein, hier noch mehr Bäume zu haben? Guck mal, was wir da machen, wir ein riesen Ding. So. Zack. Ja, und dann können die jetzt so ein Baumding bauen. Die Zeit haben natürlich nur. Das kriegt jetzt keine Priorität. Kann es sein, dass dieser Steinbruch immer tiefer wird? Dass sie den tatsächlich tiefer ausheben? Ist ja bestimmt auch irgendwann mal erschöpft, wa? Oder war der von Anfang an? So kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Gut, Werkzeug stabilisiert sich langsam. Unser Werkzeugbedarf. Immer noch rennen hier ewig viele Leute rum. Aber da wird ja gleich noch ein weiterer Blacksmith gebaut. Ach, guck mal, bist du schon fertig? Also Pflaumenbäume haben wir schon. Dann mach mal... Ja, dann mach doch einfach Birnenbäume. Ist doch cool. So, Blacksmith wird gebaut. Ja, sehr schön. Ist auch schon bei 57%. Wie sieht's hier aus? Haben die dann hier... Ach, guck mal, die Brücke ist fertig. Cool. Wie schön. Ja, noch nicht ganz. Ja. Noch nicht ganz. Und die fangen jetzt hier an, schon das ganze Eisen zu holen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So, meine lieben Freunde, wir brauchen noch mehr Farmer, wa? 6 von 9. Eieiei, komm, dann gib uns mal noch. Jetzt haben wir einen Laborer. Was kostet nochmal ein Steinhaus? Was war das hier? 24, 40, 10. Na, dann bauen wir noch ein Steinhaus. Dann bauen wir noch ein Steinhaus hier rein. Zack. Und hier war doch auch noch eine Straße, oder? Hier kommen, bauen wir noch ein Steinhaus. Zack. So. 2 Steinhäuser noch. Risiko. Da gibt es gleich wieder Ärger. Dann gehen die Ressourcen gleich wieder in den Keller. Haha. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Die werden ja jetzt immer länger hier, die Banished-Folgen. Naja, ist halt auch sau spannend, wa? Vielen Dank. Es geht weiter mit Banished. Ich muss mal gucken, was noch so für Let's Play starten, zeitmäßig, was man da so machen kann. Ich habe mir jetzt gerade Left 4 Dead 2 geholt und da ich ja gar keinen Shooter habe, gar kein Actionspiel in dem Sinne, vielleicht spiele ich ja mal ein bisschen die Kampagne an. Mal gucken, weiß noch nicht so genau.
Gut, meine lieben Freunde, was ist denn hier schon wieder low? Tools, ja, okay, das weiß ich. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer UFO-Mann, danke fürs Zuschauen. Und wir haben Errungenschaften freigeschaltet bei Steam. Den Bilder, sehr schön. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Euer UFO-Mann, tschüss.